Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zu, das wird man ja noch denken dürfen, Ihrem Podcast mit den Wahrheitsfakten. Heute widmen wir uns einem etwas unliebsamen Thema, dem Thema der Theaterschließung. Seit fast einem Jahr sind die Theater nun durchgängig geschlossen und da stellen sich natürlich viele von Ihnen die Frage, wer profitiert da eigentlich von? Leiten wir das doch mal gemeinsam her. Die Schließung der Theater wurde auf der Kultusministerkonferenz beschlossen. Deren Vorsitz hat Britta Ernst. Britta Ernst ist geboren in Hamburg. Und wofür ist Hamburg bekannt? Für das Meer und den Fischmarkt natürlich. Behalten Sie das im Kopf, das wird später nochmal wichtig. Britta Ernst ist nämlich zeitgleich Mitglied der Friedrich-Ebert-Stiftung. Friedrich Ebert, wer an Friedrich Ebert denkt, natürlich, der denkt daran, dass er das siebte von 9 Kindern war. Kurzer Exkurs in die griechische Antike. Wovon gab es denn in der griechischen Antike 9? Richtig, von den Musen. Und die siebte dieser 9 Musen, wie Friedrich Ebert das siebte Kind ist, ist die Muse Urania. Sie steht für Sternkunde und da kommen wir zurück zu Britta Ernst, weil welches Sternzeichen hat denn Britta Ernst? Richtig. Fische, meine Damen und Herren. Fische. Kann es also vielleicht sein, dass es keine Echsenmenschen gibt, was ja viele Menschen behaupten, das halte ich für frei erfunden und totalen Quatsch. Aber vielleicht, vielleicht, meine Damen und Herren, gibt es eine geheime Organisation von Fischmenschen, die deutschen Theater schließen möchte, um aus ihnen Aquarien zu formen. Ich stelle nur Fragen. Ich stelle nur die Fragen, die sich sonst keiner traut zu fragen. Gehen wir ein kleines Stück weiter. Im Jahr 2020 ebenfalls passiert im Jahr 2020 das erste Jahr ohne Überfischung seit langem. Woran lag das? Woran lag das, dass es keine Überfischung gab? Richtig, es lag daran, dass die Kantinen in Deutschland kein Fischangebot mehr abgeben konnten, weil sie natürlich geschlossen hatten. Wo gibt es solche Kantinen? In deutschen Theatern. Ebenfalls 2020 steigt der Besitz von Hausfischen an, wie nie zuvor. Es gibt über 2 Millionen private Aquarien in deutschen Haushalten und da können wir doch mal eine kleine Rechnung starten. Ein Aquarium hat ungefähr ein durchschnittliches Fassungsvermögen von 148 Liter. Wenn man das auf Deutschland hochrechnet, sind das 296 Liter Wasser in deutschen Aquarien. Es gibt 809 größere Theater in Deutschland bei einem durchschnittlichen Fassungsvermögen von 600 Plätzen a 1 Quadratmeter, wären das also 485 Millionen Liter Fassungsvermögen allein für die Sitzplätze. Das heißt also, dass die Hausfische, wenn die deutschen Theater zu Aquarien geformt werden würden, mehr als doppelt so viel Platz hätten wie jetzt. Aber das sind nur Gedankenspiele. Will das Britta Ernst zufällig? Britta Ernst, die so heißt wie der Verlag, der zufällig die größten Flusskarten Deutschlands herausgibt, der Ernst-Klett-Verlag? Ich stelle nur Fragen, meine Damen und Herren. Kommen wir aber zurück zu den Fakten. Die Theaterschließung wurde am 13. März 2020 beschlossen. Wo liegt dieser 13. März, fragen Sie sich wahrscheinlich? Überraschung, meine Damen und Herren, im Sternzeichen Fische. Ebenfalls am 13. März wurde auch der Uranus entdeckt, und zwar im Jahr 1781. Und Sie erinnern sich vielleicht, die Muse, wie hieß die? Urania, richtig. Und woraus besteht dieser Uranus zu 82%? Richtig, aus Wasserstoff. Aber das sind nur kleine Querverweise. Ebenfalls am 13.3. im Jahr 1772 kam es zur Uraufführung von Emilia Galotti. Und da wird es interessant, meine Damen und Herren, weil im Stück Emilia Galotti gibt es eine Rolle, die heißt Gräfin Ursina. Ursina ist der lateinische Begriff für die sogenannte Pelzrobbe. Die Pelzrobbe ist der natürliche Fressfeind von Fischen. Und da ist es natürlich klar, dass sich Britta Ernst dieses Datum ausgewählt hat, um als Mahnmal für zukünftige Fischgenerationen natürlich ein Datum zu haben, was ganz toll ist, um die Theater zu schließen. Aber ich stelle nur Fragen, meine Damen und Herren. Aber Britta Ernst, sind wir doch mal ehrlich, das Netz, das zieht sich ganz schön enger gerade, nicht wahr? Da nutzt es auch nicht, dass du in Schleswig-Holstein gearbeitet hast. Schleswig-Holstein, in dessen SPD du übrigens warst und dessen Slogan war: Mehr Kompetenz für Schleswig-Holstein. Mehr natürlich nicht mit H geschrieben, aber das ist ja alles aus der Luft gegriffen, nicht wahr? Aber apropos SPD, wie viele Buchstaben hat denn Sozialdemokratin? Ja, genau, 16. 16 Buchstaben, genau wie das Wort Kiemschlitzaal. Ja, Britta, ich bin dir auf der Spur. Und da merken wir aber auch schon, wer alles da mit drin hängt. Die Sozialdemokraten. Britta Ernst ist nämlich verheiratet mit Olaf Scholz, unserem Finanzminister und zukünftigen Kanzlerkandidaten. Olaf Scholz, im Jahr 1958 geboren. Das ist ja zufällig dasselbe Jahr, in dem auch die Schlümpfe erfunden wurden. Und welchem Minister wurde denn erst vor kurzem gesagt, dass er nicht so schlumpfig grinsen soll? Und da kommen wir natürlich zu einem ganz spannenden Fakt, weil welche war denn die teuerste Briefmarke im Jahr 1958? Es war die Briefmarke Edle Fische, meine Damen und Herren. Und das ist für mich fast schon Beweis genug. Und da muss ich eigentlich nur noch die letzte Frage stellen. Hat irgendjemand von Ihnen jemals Olaf Scholz
und Captain Igloo in einem Raum gesehen, ich nicht, meine Damen und Herren. Und damit möchte ich diese Beweisfindung hier abschließen. Schalten Sie doch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, das wird man ja noch denken dürfen, der Podcast mit den Wahrheitsfakten. Wiederhören.